Hallo, heute geht es um das digitale Tischmultimeter von Emeratronic, einer polnischen Firma. Dieses Nixi-Multimeter wurde ungefähr 1979 entwickelt. Meines hat das Baujahr 1983. Dies habe ich 2008 gekauft und es stand irgendwie nur noch rum, wurde von einer Ecke in die andere geräumt und heute bin ich endlich mal dazu gekommen, mich darum zu kümmern. Und das ist jetzt das Ergebnis. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das Einzige, was noch zu tun ist, die Elkos sind bestellt. Die sind schon etwas mitgenommen nach 40 Jahren und die passenden Elkos sind bestellt und werden die Tage dann ausgetauscht. Ansonsten funktioniert das Gerät inzwischen einwandfrei. Das ist auf dem Video zu sehen. Die Wartungseigenschaften sind tendenziell schlecht bis sehr schlecht. Ja, man muss Abstriche machen, aber das Gerät an sich ist relativ gut. Dann viel Spaß und schreibt in den Kommentaren, aber bevor ich es vergesse, die Anleitung zu dem Multimeter ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ist ein ungefähr 50 MB großes PDF, leider auf Polnisch. Aber es ist trotzdem sehr interessant, weil der komplette Schaltplan enthalten ist. Dann schreibt in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat und bis bald. So, es ist Mitternacht und ich beginne ein neues Video. Heute geht es um das Tischmultimeter V543 von der polnischen Firma Ameratronic. Dies wurde um 1979 entwickelt und meines ist Baujahr 1982-83. Es wurde wahrscheinlich für den Westexport entwickelt, da es über eine englische Beschriftung verfügt. Das Gerät arbeitet mit Nixi-Röhren. Das war wahrscheinlich der Grund, warum ich es gekauft habe. Und Fokus spielt jetzt mit. Der Grund, warum ich es gekauft habe, war wahrscheinlich der, dass es mit Nixi-Röhren arbeitet. Das Gerät ist relativ ist einfach aufgebaut. Es hat die Wahlschalter für die Messbereiche, also das Gerät kann nur Spannungsmessungen und Widerstandsmessungen, den obligatorischen Ein-Ausschalter, der etwas klein und schnucklig ausgefallen ist. Wahl von Gleich- oder Wechselspannung. Ich kann umschalten auf Ohm, den Spannungsbereich zu messen. Ich kann einen Filter einschalten. Ich kann die Nullposition festlegen. Ich kann die Samplerate einstellen. Ich kann besagte Nullposition einstellen. Habe natürlich die Eingänge fürs Nullpotenzial, die Spannung selbst und die Erdung. Das Gerät habe ich noch nie in Betrieb genommen. Ich habe es seit dem Kauf gefühlte 256 Mal in der Hand gehabt und 255 Mal wieder weggelegt. Und heute ist die Stunde der Wahrheit. Ich werde es in Betrieb nehmen und wahrscheinlich auch reparieren, weil es gibt einen Defekt. Da komme ich gleich zu. Wie gesagt, das Gerät ist wahrscheinlich für den Westexport ausgelegt. Es ist sehr wertig gebaut. Es hat ein massives Metallgehäuse. Ist doch relativ schwer oder vergleichsweise schwer. Ich tippe mal drauf, dass es einen massiven Aluminiumrahmen hat. Die äußere Beschichtung ist irgendein Kunstleder, keine Ahnung, was damals en vogue war. War mal grau. Man spürt, es ist ein Kunststoff. Der ist auflaminiert auf irgendeine Metallfolie. Weil das sieht man an der Seite, ist besagte Folie
bereits abgegangen. Also übrig geblieben ist das nackte Metall. Es ist schraubbar. Das Gerät hat Stellfüße. Diese kann ich aufklappen, um das Gerät in etwas bessere Position zu bringen. Man sollte es auch ganz aufklappen. Also so sieht das Ganze dann aufgeklappt aus. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. So, das habe ich großmundig aufgeklappt und zwar das Problem ist, irgendein Scherzkeks hat das Netzkabel abgeschnitten. Ich weiß nicht weshalb, ob das Gerät defekt ist oder ob es ein Problem gab. Keine Ahnung, auf jeden Fall der Cut sieht ziemlich hart aus. Die Rückseite ist auch relativ simpel gehalten. Es gibt zwei Sicherungen. Der Netztransformator, das Gerät muss mindestens 180 Volt produzieren, da es Nixie-Röhren enthält. Es gibt einen Festspannungsregler für 5 Volt. Die TO3-Variante des 7805. Der müsste für 3 Ampere ausgelegt sein, ohne jetzt das Datenblatt zu lesen. Das ist das Typenschild. Wie gesagt, mein Gerät ist 83 gebaut worden. Ausgelegt für 220 Volt bei 50 Hertz. Und Stromaufnahme ist 25 Watt. Es gibt auch einen Ausgang. Ob es sich dabei um einen Centronics-Port für einen Drucker handelt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Zur damaligen Zeit war es schon üblich, dass Messgeräte autonom messen konnten und dieses über einen Matrix-Drucker ausgeben konnten. Es wäre nicht neu, aber es gab damals keine wirkliche Standardisierung der Schnittstellen. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, welche Schnittstelle hier benutzt wurde. Ansonsten gibt es äußerlich nicht viel zu sagen, außer halt das fehlende Netzkabel. Ich werde jetzt das Gerät öffnen und dann schauen wir mal, wie die Elektronik aussieht. Und vor allem, es beginnt dann der Versuch einer Wiederbelebung, ob das Gerät noch funktioniert. Ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, dass ich es damals gekauft habe, weil es noch als funktionsfähig bezeichnet wurde. Von außen haben die Nixie-Röhren noch einen relativ guten Eindruck. Also man sieht den Getterspiegel. Insofern hat keine Röhre Luft gezogen, also scheinbar nicht Luft gezogen. Der Plexiglasschutz ist noch unverkratzt. Also wie gesagt, das Gehäuse äußerlich ist noch in Ordnung und sieht sehr gut aus. Man sieht zwar leichte Macken, das Ding ist fast jetzt 40 Jahre alt, aber trotzdem ist die allgemeine Optik noch fast sehr gut. Und das machen wir jetzt mal auf und schauen mal, wie es weitergeht. So, der obere Deckel ist ab. Man sieht, wie gesagt, die Kunststofflaminierung und das nackte Aluprofil.
Das ist der Plexiglasschutz für die Dixi-Röhren. Dieser ist wie gesagt noch unverkratzt. So, und das ist schon Teil der Elektronik. Wie gesagt, das Gerät macht einen sehr wertigen Eindruck. Ich sehe einige Kalibrationspunkte für die Elektronik selbst. Ich habe leider keinen Schaltplan. Die nächsten Röhren selbst. Ich kann von oben das Logo vom WF-Werk entlesen. Also die Röhren scheinen DDR-Produktion zu sein. Ich glaube, das mit dem Zoom nicht. Die Platine hat den typischen Look Ende der 70er Jahre. Das ist eine Epoxidplatine, also auch wertig aufgebaut. Das nähert, wie gesagt, meine Theorie, dass es sich hier um ein Gerät für den Westexport handelt. Es sieht sehr gut aus. Das hier ist der erste Blick in das Netzteil. Zu sehen sind ein paar Elkos, die mit Sicherheit nicht mehr ganz frisch sind. Gut, ich werde jetzt mal weiter das Gerät auseinanderbauen. Vor allem die Seitenteile, dass wir einen besseren Überblick bekommen. Draußen fährt die Tram vorbei. So, die Seitenwände sind jetzt auch abgeschraubt. Es sind nackte Aluplatten mit den Kleberesten der Laminierung. Die Rückseite ist komplett blank. Benutzt wurden die schrecklichen 70er Jahre Schrauben mit Linsenkopf, scharfkantig und ja. Das Gerät selbst ist mit Kabelbäumen aufgebaut. Noch einen Einblick ins Netzteil. Der Elko scheint ein bisschen korrodiert zu sein. Andere Seite. Gut, dann machen wir weiter mit dem Aufdröseln der Elektronik. Gerade mal noch zum Aufbau der Nixi-Röhren, da sie gerade so schön zu sehen ist. Man sieht die Vorwiderstände der Anoden.
Klimmlampen für die Dezimalpunkte. Ich schaffe jetzt leider keinen richtigen Fokus. Aber es handelt sich hierbei um größere Nixie-Röhren. Hier ist die Anzeige von Plus Minus. Zoom. Das hier ist die Anzeige der negativen Stelle. Das ist ein Teil der Elektronik. Gut, dann machen wir weiter mit dem Aufdröseln. Wartungsfreundlichkeit scheint wohl kein großes Thema gewesen zu sein. Ich habe im Moment so ein bisschen das Problem, wie ich an die Komponenten rankomme, weil das Ganze ist verschraubt von allen Seiten und es ist irgendwie nur verschraubt. Es gibt keinen logischen Anhaltspunkt, welche Schraube jetzt zuerst zu lösen ist, um an Komponenten ranzukommen. Ist so ein bisschen das Rätsel zur späten Nachtstunde. So, ich habe inzwischen den Schaltplan gefunden, und zwar auf dem Server einer polnischen Universität im Archiv. Es ist eine sehr gute Dokumentation vom Hersteller über den genauen Aufbau inklusive detaillierten Schaltplan und Bauteilbeschreibung. Dieser ist verlinkt in der Videobeschreibung. Allerdings, es gibt immer noch keine detaillierte Anleitung, wie ich an die Elektronik rankomme. Es bleibt noch ein kleines Rätsel. Das heißt, ich werde jetzt wohl ein bisschen Freestyle vorgehen müssen. Zumindest die Dokumentation für die Elektronik ist komplett jetzt da. Also es war definitiv schon jemand vor mir im Gerät drin oder am Gerät. Es fehlt nämlich eine Schraube. Ich habe jetzt damit begonnen, das Netzteil, also die Netzteilplatine zu lösen. Und ich habe aber nur drei Schrauben gelöst. Die vierte hat gefehlt. Und das ist definitiv ein Indiz dafür, dass schon jemand vor mir im Gerät drin war. Ich versuche jetzt weiter die Komponenten zu entfernen. So, ich habe jetzt auch die Bodenplatte gelöst. Es war relativ unkompliziert.
Die wurde nur gehalten von zwei kleinen Schrauben. So sieht das Ganze von unten aus. Also wie gesagt, die allgemeine Verarbeitung ist eigentlich relativ gut. Es sind saubere Kabelbäume, einigermaßen saubere Lötungen. Auch die Platinen machen einen guten Eindruck. Und wie durch ein Wunder fällt das Gerät plötzlich auseinander. Das sind die Seitenteile, massives Aluminium. Das Einzige, was nicht ganz ins Konzept passt, sind die etwas minderwertigen Messingschrauben. Ich weiß nicht, ob diese original sind oder ob dieser besagte Unbekannte die ausgetauscht hat. Also sie passen nicht ganz ins Konzept. Auch die drei anderen fürs Netzteil sind ebenfalls Messingschrauben. Mit etwas Mauerqualität. Sie franzen auch aus beim Aufschrauben. Also wie gesagt, so ein bisschen Fragezeichen. Auf jeden Fall, die Elektronik ist jetzt besser zugänglich. Und ich versuche jetzt mit dem Netzteil anzufangen. Von Seiten der Wartbarkeit her ist das Gerät ein Albtraum. Die Verbindungen sind alle verlötet, es gibt keine Stecker. Also das Entfernen der Netzteilplatine ist nicht ohne weiteres möglich. An dieser Platine ist auch der Druckerstecker integriert. Mit einem dicken Kabelbaum, komplett verlötet. Der elektrische Aufbau an sich ist eigentlich ganz gut. Hier ist die Durchführung des besagten Netzkabels über Entlastungsschellen und zwei Sicherungen. Also jeder Leiter ist separat abgesichert, wie es aussieht. So, ich bin inzwischen umgezogen zum normalen Elektronikarbeitsplatz und ich habe in der Zwischenzeit ein Netzkabel gesucht, kommt Fokus, mit möglichst dünnem Durchmesser, weil die Kabeldurchführung hier ist auch etwas dünn. Gut, das Gerät zieht 25 Watt, das ist natürlich kein Leistungsbedarf, während die meisten Kaltgerätestecker natürlich für 10 Ampere ausgelegt sind und entsprechend dick. Ich hoffe, der ist jetzt dünn genug. Ich tausche jetzt das Netzkabel aus und dann prüfen wir mal, ob zumindest das Netzteil funktioniert. Aufgrund der Wartungsunfreundlichkeit
bin ich inzwischen zum Konzept gekommen, jetzt nur das Nötigste auszutauschen, um den Aufwand im Rahmen zu halten. Wobei es wird sich dann zeigen, wie sich das Netzteil verhält, weil die Korrosion von dem einen Elko gefällt mir jetzt nicht wirklich. Aber es hat das Problem, dass alles hart verlötet ist und es gibt keine Stecker. Das heißt, ein Austausch, also ein Entnehmen der Platine ist ziemlich schwierig. So, das Wartungskonzept ist mir ein Rätsel. Ich habe jetzt die Schellen gelöst, die das Netzkabel hält. Das Netzkabel ist, wie gesagt, jeder Leiter ist separat durch eine Sicherung geführt und die Erdung ist mit einer Schelle verbunden. Und die Durchführung ist, wie gesagt, etwas dünn. Und das tauschen wir jetzt mal aus. So, das Kabel ist vorbereitet. Ich hoffe, die Isolation ist jetzt lang genug. Das werde ich jetzt durchdröseln, wieder verschrauben und dann die Originalpunkte dann anlöten. Und dann testen wir mal, ob das Netzteil funktioniert. So, die Originalkabel sind raus. Das ist hier, wie gesagt, der Originalkabelbaum. Das Ganze sieht jetzt so aus. So sehen Sie noch die zwei Sicherungen und der Punkt für die Erdung. Den werde ich jetzt wieder anschließen. Die Kabelklemme habe ich wieder an den Platz gemacht, habe allerdings die Schraube ersetzt durch eine moderne Schraube. Klappt es mit Fokus nicht. Weil die Schraube ist natürlich runtergefallen und hat sich während des Falls dematerialisiert, sprich ist verschwunden. Ich habe jetzt eine moderne Stahlschraube mit M3 eingesetzt. So, das Kabel ist ausgetauscht und verlötet. Ich habe auch die Originalschelle wieder angelötet für die Erdung. Das Konstrukt war etwas schwierig. Durch die festen Verlötungen der anderen Kabel ist es sehr inflexibel. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, das Einschalten. So, ich weiß nicht, wie lange das Gerät noch nicht eingeschaltet war, aber jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Dann mal 3, 2, 1, end of the line. Es tut sich was. Die nächste Röhre laufen. Das Netzteil brummt etwas.
was unter Umständen am Alter der Elkos geschuldet ist. Ist natürlich jetzt die nächste Frage, misst das Gerät? Oder wenn es misst, misst es Mist? Das prüfen wir jetzt mal. Ich stelle das Gerät etwas um, dass man es besser sehen kann. So, machen wir mal einen ganz einfachen Test. Wir schalten ein. Ich habe jetzt den zweiten Rahmen auch entnommen, damit das Ganze etwas stabiler steht. Ja. Das mit der Beleuchtung ein bisschen besser klappt. Nehmen wir mal den Wechselspannungsbereich. Er schaltet um auf Wechselspannung von der Nixi. Bei Gleichspannung geht er zurück. Das scheint zu funktionieren. Angeschlossen ist jetzt gerade ein 1 Kiloohm Widerstand, um das Ohmmeter zu testen, bevor ich dort Spannungen anlege. Der Punkt Zero, der jetzt den Eingang auf Masse legen sollte, der ist nicht ganz korrekt auf 0. Das heißt, muss ich hier die Kalibration eigentlich ändern. Aber ich stelle jetzt hier mal auf den Ohmbereich. Und ich stelle Maß in dem Bereich auf 10 Kilo. Uff. Was nicht gescheit geht. Hundert Kilo Ohm. Ein Kilo Ohm. Der Schalter klemmt etwas. Jetzt muss ich mal gucken, wie der Schalter klemmt. So, alle Messbereiche für den Widerstand zeigen irgendwie gar nichts an, während ich im Spannungsbereich was angezeigt bekomme, was eventuell dazu schließt, dass es ein Problem gibt bei den Widerstandsmessungen. Probieren wir mal eine einfache Spannung anzulegen. Ich habe jetzt aus meinem regulären Multimeter den 9 Volt Block entfernt und dort angeschlossen. Und ich sehe nichts und habe aber jetzt einen Verdacht, nämlich, dass die schwarze Buchse, die eigentlich normalerweise Masse sein sollte, nicht Masse ist, sondern dass die grüne Buchse Masse ist. Und ich bin jetzt im 10-Volt-Bereich, habe einen 9-Volt-Block angeschlossen und kriege 8,13 irgendwas angezeigt. Was theoretisch dann auch die Spannung des 9-Volt-Blocks wäre. Im 100 Volt Bereich bin ich entsprechend tief und im 1000 Volt Bereich stimmen die Teilungen im Prinzip, 10 Volt Bereich. Das ist jetzt im 1-Volt-Bereich. Bin ich natürlich im Overload, weil ich nicht mehr als 1 Volt angelegt habe. Noch beim 10-Volt-Bereich.
Die Spannungsmessung scheint damit ungefähr zu funktionieren. Dann testen wir jetzt mal nochmal die Widerstandsmessung. Wenn ich natürlich falsch angeschlossen habe, dann war es falsch angeschlossen. Das Ganze hier. Freihand. Irgendwie sind mir die Klemmen zu klitschig. Das kommt hier rein. So. Jetzt haben wir, gehen wir in den Ohmbereich. Ich bin im 10 Kilo Ohmbereich und sehe da 0,99 Kilo Ohm. Angeschlossen ist ein 1 Ohm Widerstand. Entschuldigung, ein 100, ein 1 Kilo Ohm Widerstand. Präzisionswiderstand und damit stimmt die Anzeige. Der Wert ist korrekt. Testen wir noch die Wechselspannung. Die vorbeifahrende Tran gibt nichts recht. So, ich habe jetzt als Wechselspannungsquelle den Ausgang meines Netzteils angeschlossen, und zwar 6,3 Volt Ausgang. Das ist der Ausgang für die Röhrenheizung. Ich halte jetzt den Messbereich auf Wechselspannung und ich wähle den 10 Volt Bereich. Die Nixi zeigt an Wechselspannung und ich schalte das Netzteil ein und siehe da, die Anzeige sagt 6,99 Volt, was ungefähr stimmt. Es sollte 6,3 sein, aber wie gesagt, die Nullposition ist nicht ganz korrekt eingestellt, aber ich würde jetzt mal den Wert so akzeptieren und stelle fest, dass damit eigentlich alle Messbereiche funktionieren. Wieso das Netzkabel abgeschnitten war, ist weiterhin ungeklärt. Das Gerät funktioniert eigentlich. Ich würde jetzt dazu tendieren, es nochmal zusammenzubauen und dann nochmal etwas genauer zu testen, auch noch die Nullstelle richtig einzustellen. Weil dann wäre das Video dann wieder fast schon zu Ende. So, ich bin wieder im Museumszimmer. Und ich beginne jetzt damit, das Gerät wieder zusammenzuschrauben. Also wie schon gesagt, die Wartungsfreundlichkeit ist eine glatte 6. Warum, wie gesagt, das Netzkabel abgeschnitten war, Fragezeichen. Ich werde jetzt nach dem Zusammenbau nochmal einen kompletten Test machen, intensiver, und versuchen, das Ganze einzustellen, also die Nullposition richtig einzustellen. Und dann schauen wir mal weiter. Also das sind, wie gesagt, die Seitenteile, der Boden, das ist der Deckel und die Plexiglasscheibe für die Nixis. Und das ist mein ersetztes Netzkabel. So, die Seitenplatten sind wieder montiert.
und verschraubt. Das Ganze ist wieder stabil. Übrig bleiben noch die beiden, die Bodenplatte und die Deckenplatte, sowie die an die das Plexiglas für die Nixie-Röhren. So, das Gerät ist wieder komplett montiert. Und jetzt geht es wieder rüber zum Endtest, beziehungsweise funktionieren die, hoppala, es geht gerade die Helligkeit weg, zum Test, ob alle Messfunktionen jetzt so funktionieren, wie sie sollen. So, wieder zurück. Fangen wir mal an mit der 0 Volt Einstellung. So, ich gehe jetzt in den Gleichspannungsbereich und sage, gib mir auch die Zero. Versuche jetzt den Nullpunkt anzudetteln. Okay, ist auch im Wechselspannungsbereich nicht null. Im Ohmbereich auch nicht direkt. Gar keine Wirkung. Scheint nur im Gleichspannungsbereich. Das Problem ist, die Anleitung, die ich habe, ist nur auf Polnisch und mein Polnisch ist etwas eingerostet. Ich lasse es mal im Gleichspannungsbereich bei 0,000 stehen und testen wir jetzt mal die anderen Funktionen. So, angeschlossen ist ein 82 Ohm Widerstand. Ich bin im Messbereich 1 Kiloohm. Er zeigt an 0,0818 Ohm. Das ist somit korrekt. Ich wechsle mal auf 1 Kiloohm. Angeschlossen ist jetzt 1 Kiloohm. Er zeigt an 0,9872, was damit auch noch im plausiblen Bereich ist. Machen wir mal weiter mit dem nächstgrößeren Widerstand. Ich muss leider kurz immer Pause machen, weil mir fehlt gerade die dritte Hand. So, ich bin jetzt im 100 Kiloohm Bereich und habe angeschlossen einen 82 Kiloohm Widerstand. Er zeigt an 81,55 und somit auch plausibel. Gehen wir noch auf die nächsthöhere Stufe. Das sind jetzt 820 Kiloohm. Er zeigt an, also ich bin jetzt im 1 Megaohm Messbereich, er zeigt an 0,8197, was somit auch relativ nah ist. Gehen wir mal noch in den letzten Bereich, in den 10 Megaohm Bereich. So, angeschlossen ist jetzt ein 6,8 Megaohm Widerstand. Das ist dieser hier. Im 10 Megaohm Messbereich. Und das ist auch relativ akkurat. Also ich würde somit feststellen, dass die Widerstandsmessung funktioniert. Der Wert schwankt jetzt natürlich, weil beim Megaohm-Bereich ist natürlich das Gewackel mit den Klemmen natürlich jetzt ungünstig.
Aber im Prinzip funktioniert das Ganze im Ohmbereich. Jetzt mal weiter mit dem Gleichspannungsbereich. So, die Gleichspannungsmessungen mache ich mit meinem Labornetzteil. Und ich stelle jetzt ein für den Kanal 1, sagen wir mal, nee, das will ich nicht. Ich will Spannung eingeben und zwar sagen wir mal 0,25 Volt Output. Ich habe 2,514. Das ist relativ nah dran. Erhöhen wir mal die Spannung um 1/10 Volt. Sieht plausibel aus, also sollte haben 3 Volt. Er zeigt an 3,012. Die Endstelle ist ein leichter Kuhschwanz, aber das kann an den Messstrippen liegen. Erhöhen wir mal die Spannung ein bisschen. Gehen wir mal auf, sagen wir mal 12 Volt. Er hat 11,987, das ist insofern auch korrekt. Erhöhen wir mal die Spannung um 1 Volt. Und jetzt bin ich im Overload-Bereich, weil ich bin im 10 Volt Spannungsbereich. Ich gehe jetzt weiter auf den 100 Volt Bereich. Und er zeigt an 13,01. Sollte haben 13. Machen wir weiter mit der Erhöhung der Spannung. 14 Volt, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Passt soweit. Wie gesagt, 20 Volt zeigt das Labornetzteil an. Gut, dann machen wir mal, würde ich sagen, weiter. Dann gehen wir mal in den 1000 Volt Bereich und geben mal ein bisschen was auf, hier was ein bisschen mehr Power hat. Passend dazu Tatütata im Hintergrund. Und zwar nehmen wir mal 200 Volt. Er zeigt an 200,34, knapp 200, ja, stabilisiert sich. Erhöhen wir mal auf 50 Volt, auf 250. Okay, wollen wir mal die noch 50 drauflegen. 300,3 Volt. Das Netzteil liefert maximal 300 Volt. Erkennt doch richtig, dass es eine positive Spannung ist. Da wir gerade von positiv reden, können wir auch mal testen, ob die... Ich habe gerade Blödsinn gemacht. Ach, meine Nerven. Das ist natürlich, das ist Masse.
Ich habe versehentlich die Masse auf den negativen Ausgang gestellt. Der war eingestellt auf fast 0 Volt. Das hatte wahrscheinlich dann effektiv minus 0, irgendwas Volt. Also nahe am 0 Volt Potenzial. Aber es war der falsche Stecker. Jetzt bin ich wirklich auf 0 Volt. Also auf der wirklichen 0 Volt. Und habe eingestellt, wie gesagt, maximal 50 Volt plus. Bei 250 Volt und ich zeige an 295,9 Volt. Wenn ich den Regler jetzt hier ganz auf Rechtsanschlag mache, was dann die 50 Volt dann komplett nicht, nee, ist nicht ganz komplett, aber es gibt ein bisschen mehr. Ich habe 304 Volt im Ausgang. Positiv und das passt. Und jetzt, gehen wir mal die negativen Spannungen. Das heißt, mein Plus geht jetzt auf Minus und Minus wird das auf Negativ. Und jetzt kann ich hier die negativen Spannungen einstellen. Und das zeigt so richtig an, nur ich habe hier falsch gepolt, weil natürlich der Positive muss jetzt auf Minus und Minus bleibt Minus. Ach, mein Nerv, es ist zu früh am Morgen. So, und jetzt habe ich auch die richtige Anzeige von minus 10 Volt. Das ist das Maximale, was ich in der Einstellung erreichen kann. Und wenn ich den Knopf ziehe, habe ich auf 100 Volt. Das heißt, ich zeige jetzt hier auch korrekt an, minus 99, knapp 100 Volt minus. Und der Tütata. Jo, somit funktioniert die Gleichspannungsmessung. Bis hoch zu knapp 0,3 Volt. So, bleibt jetzt noch die Wechselspannungsmessung. Und dazu nutze ich, wie gesagt, wieder mein Netzteil. Und das sollte jetzt... Ach, guck mal, nicht ganz so brutal, fangen wir mit 100 Volt an. Ich gehe jetzt hier auf den Wechselspannungsbereich. Ich bleibe im 1000 Volt Bereich. Und er zeigt an, Wechselspannung 110,8 Volt. Kommt ungefähr hin, also die Trafos sind angeblich auf 100 Volt gewickelt, aber es ist eine Wicklung wahrscheinlich für 220 Volt. Insofern könnte die etwas erhöhte Spannung auch stimmen. Also 110 Volt, irgendwas passt meiner Meinung nach. Ich bin im 1000 Volt Bereich. Das heißt, wir können hier mal nochmal umschalten. Und jetzt im schlimmsten Fall schicke ich das Teil in den IOL, weil das wären jetzt 600 Volt. Und er zeigt an 595,96 Volt Wechselspannung. Sollte haben 600, das passt somit. So, Zusammenfassung ist, wieso das Netzteil mit dem abgeschnittenen Netzteil ein Netzkabel hatte, kann ich nicht sagen. Das Netzteil funktioniert im Großen und Ganzen.
Was noch offen ist, ist der Elko. Der muss ausgetauscht werden. Ich habe diesbezüglich den Typ notiert und habe jetzt einen passenden Elko bestellt. Ich habe keinen da, also keinen passenden. Den werde ich noch austauschen bei Gelegenheit. Ansonsten würde ich feststellen, das Gerät funktioniert. Und zwar funktioniert so, wie es eigentlich funktionieren sollte. Für 40 Jahre altes Messgerät ist es noch gut in Schuss. Ja, bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.